Herzlich willkommen zurück und wir stehen vor dem letzten Wächter. Ob wir in dieser Folge mit ihm kämpfen werden? Wir haben auf jeden Fall die krasseste Rüstung an. Ah, das ist der letzte Wächter. Ich verstehe. Ernsthaft? Boah. Der hat ja alle Fähigkeiten, die es überhaupt geben kann, oder was? Nun. Ich bin leicht kaputt. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ach, jetzt macht er sich noch ein Schwert. Ja, klar. Ach so. Mal anders hinsetzen. Wir schaffen den schon. Huch. So nicht, aber... scheint mir ein ganz cooler Typ zu sein. Er hat schon die ein oder andere Sache drauf. Ich will nicht nach ganz hinten geschoben werden, Manu. Na komm, schlag, schlag. Alter. Niemals werde ich den besiegen. Tut mir leid. Oh, wir haben ihn getroffen, wir haben ihn getroffen. Boah, geil. Jetzt werden wir wieder nach hinten geschoben, oder was? Nö. Doch. Hey. Wo bist du hin? Toll. Dann gehen wir ihn mal suchen, ha? Huh? Versteck spielen auch noch hier. Oh, da ist er ja. Wie jetzt? Was jetzt? Wie soll ich ihn... Hä? Ja klar, mach wieder dein Schild hin, komm. Ja, sonst nichts zu tun. Aua. Och nö. Wie er schwebt, weißt du, als wäre er der coolste von der ganzen Welt. Oh cool, er hat wenigstens zwischendurch gespeichert. Das ist ja mal was. Nein! Wie soll ich denn das machen? Hä? Wie soll ich diese Attacke denn... Also wie soll ich der denn ausweichen? Vielleicht muss ich ja einfach mal runterspringen dann von der Plattform. Ja, genau, in die Mitte. Nein. Ja, dann können wir das wenigstens mit dem Runterspringen versuchen. Hallo, na? So, ein ganz feiner bist du. Ja, fein machst du das. Nein! Ja, schieb mich wieder nach hinten. Der macht ja einen ganz schönen Aufriss um sich.
Hilfe. Yeah, und nochmal, und Bams. Oh oh, er verliert seine Rüstung. Nun gut, das war er. Bin gespannt, ob er nochmal wiederkommt. Oh oh. Ich glaube, das Auge ist jetzt nicht mehr so glücklich. Es guckt uns böse an. Boah, sehr eine blöde Kameraeinstellung, um hier zu kämpfen. Die haben auch keinen Bock mehr. Nur diese komischen Drillbohrer, die machen noch mit, aber die anderen haben irgendwie schon aufgegeben. Na ihr? Ihr spielt noch mit mir, das ist schön. Was ist denn das hier für ein krasser Unterschlupf? Nun, ich habe mir ja fast gedacht, dass er nochmal wieder... Hä? Was? Ernsthaft? Klaut mir meine Rüstung? Der ist riesig. Boah, es ist unfair. Boah. Aber... ich hätte ja nicht gedacht, dass er jetzt so eine coole Rüstung bekommt und dass das Auge sein... Nein, meine Rüstung. Lass mich. Ich will nicht. Verdammt geil aus. Ich wünschte, ich hätte auch so eine coole Rüstung. Wie langsam und stylisch er sich bewegt einfach. Ja. Mann, jetzt sind wir gerade noch so groß wie er. Mies. Richtig mies. Na komm schon. Nein. Oh Gott. Nein, noch Mann. Ach, jetzt nimmt uns wieder die Rüstung weg. Ja, ja, ja. Wenigstens habe ich noch eine coole Pose gemacht. Böses Monster. Böses Monster. Du bist ein böses Monster. So böse bist du. Böse. Ganz, ganz böse. Nein, 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 nein. Oh Gott. Hey, wir sind wieder groß. Cool. Nein, nicht doch. Ach, Mistkack. Schnellschläger. Nein. Nein, 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 nein.
Man merkt vielleicht, ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Hm? Hau ab. Boah, der hat aber auch noch Companions. Das ist voll fies. Oh, sein Schwert ist kaputt. Ja, klar. Sonst noch was? Ah, wenigstens... Ach Mist, ich wollte gerade sagen, wenigstens sind wir groß, aber so viel dazu. Das kann sich nur noch um 5 Stunden handeln. Böses Monster, du bist so ein fieses, böses Monster. Ich mag dich nicht, weil du böse bist. Jetzt geh doch mal weg. Nein. Ach, Mano. Werden wir wieder aufgeladen? Bitte. Wie hätte ich denn da jetzt ausweichen sollen? Mann. Schlag doch, Mac, schlag doch. So, Schwert kaputt. Aua. Muss ich jetzt an ihn ran und da die Rüstung kaputt machen oder wie oder was oder wer oder wie? Oder einfach nur abwarten. Menno. Ja, schieß doch einfach mit allem auf mich, was du kannst. Aua. Nein, nicht nochmal. Oh. Ernsthaft? Ja, genau. Und jetzt schieß noch deinen Laserstrahl. Komm. Das ist so fies. Das ist so fies. Boah, ist das fies einfach. Nun. Böses Monster. Böses Monster. Und böses. Na, zu früh, aber hat doch noch geklappt. Ah, böses. Böses, böses. Böses. Na komm, schlag doch. Ach, seine blöden Companions. Na, du hast noch Anhalt, nach. Aua. Du. Wir kommen zurück, weil wir demonstrieren unsere Macht. So, haben wir es denn? Ja, komm. Nimm mir wieder meine Rüstung weg. Wie soll ich denn jetzt da die anderen Typen? Muss ich die etwa besiegen? Das schaffe ich doch niemals. Während der noch mit seinem Laser da auf mich schießt. Jetzt sehe ich ja gar nicht mehr, was der macht. Nein. Ach, zum Glück sind die anderen jetzt auch weg. Puh. Erwischt. Ja. Yeah.
Gehen wir heim. Ja. Hoffentlich ist alles bald wieder normal. Mein Junge, ich glaube, es kann nichts je wieder normal werden. Komm schon, Lucas. Komm her. Und ironischerweise kam die größte Gefahr für unsere Sicherheit aus unseren eigenen Reihen. Und jetzt meine herzliche Gratulation an unsere drei überlebenden Helden für das Abwenden einer entsetzlichen Tragödie. Danke, Nick. Danke Ihnen. Doktor? Darf ich? Ich bedanke mich bei Nick für seinen großen, man möchte schon sagen, gigantischen Beitrag bei dieser Mission. Doch ich danke natürlich auch unserem kleinsten Helden für seine Weisheit. Ohne seine Voraussicht hätten wir den Schlüssel selbst benutzt und wären sofort gestorben. Ich danke dir, Lucas. Und nun nutzen wir diesen Moment und danken Ryder, der sein Leben geopfert hat, um unser Leben zu retten. Wir denken an dich, Ryder, wo auch immer du bist. Tja, ich habe ja gesagt, Ryder wird nicht tot sein, das würde nicht zu Nick passen. Und ich glaube, es gefällt ihm ganz gut, was da gerade passiert ist. Katrina hängt sich um seinen Hals und er darf den Helden spielen. Tja, liebe Freunde, das war mein zweites Let's Play. Das war Nick. Ich würde meinen, es hat Spaß gemacht. Wir haben viel erlebt. Wir sind auch durch einige Tiefen gegangen und durch einige Wutanfälle, die ich natürlich gekonnt überspielt habe. Tja, und weiß nicht, letztendlich diese Szenen am Ende mit dem Doktor und Lucas, dass der Doktor sich bei Lucas persönlich bedankt, weiß nicht, hat mir sehr gut gefallen. Der Doktor hat seine alte Liebe zurückerhalten und wir haben die Welt gerettet. Was mit den Kobolden passiert ist, das frage ich mich jetzt gerade. Das ist steht noch aus. Das könnt ihr euch selber denken. Tja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ich hoffe, ihr seid bei folgenden Let's Plays auch noch mit am Start. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und einschaltet. Und da sind wir nochmal als Snack und tanzen eine Runde Groovy ab. Woo!
Ja, yeah, Nax, sehr gut. So, auf Wiedersehen, Freunde. Es hat Spaß gemacht mit euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Uh-huh.